Herzlich willkommen zur nächsten Folge. Gut, in der Folge würde ich sagen, ist der Plan, wir nehmen erstmal den Grünen hier mit, damit wir ein bisschen Informationen über die Hauptmänner sammeln. Dann gehen wir hier hin zum Festmahl von dem Kannibalen, von Gord. Da funken wir mal zwischen. Den killen wir dann oder machen ihm kaputt, was er wollte, damit er weniger Macht hat und wir Macht als Belohnung bekommen. Und dann von hier aus, weil es schon sehr nah dran ist, nehmen wir die drei Stück hier mit zum Einsammeln, machen die beiden Herausforderungen. Die hier lasse ich mir für bis zum Ende, ich glaube, das ist eine DLC-Belohnung, weil ich will nicht am Anfang das direkt mitnehmen, weil ich weiß nicht, ob dadurch die schwächer sind oder nicht. Deswegen erstmal mache ich die noch nicht. Und dann nehmen wir noch die zwei mit und dann würde ich sagen, ganz einfach die letzten zwei mitnehmen und dann gehen wir in Richtung nächste Story. Weil da passt es immer so, ein bisschen mitnehmen, Story, würde ich sagen. Also, rauf da. So, Jump. Oh, bisschen tief gejumpt. Naja, gut. Oh, da sind viele. Ah, wie kriege ich die Info? Das ist jetzt schwer. Da sind zu viele. Und der läuft auch noch im Kreis. Nee. Der wird da nicht weggehen. Shift G, um anzulocken. Nee, das geht nur, wenn einer in der Nähe ist, okay. Ja, GG würde ich sagen, wa? Hm. Oh, den können wir snacken. Den snacken wir uns. Jawohl. So. Weg damit. Jawohl. Bam, in Richtung. Wunderschön. Piss dich. Der muss leben. Komm näher. Jawohl. Fettsack ist weg. Einmal greifen und verhören. Gut, warte. Er will ihn besiegen. Dann verhören wir natürlich den hier. Wer ist das denn? Malmuk, der Dummkopf. Sehr schön. Wartet auf einen Grund, einen Sklaven die Finger zu brechen, einen nach dem anderen. Boah, widerlich. Kann sofort getötet werden durch Hinrichtung. Nice. Kann sofort getötet werden durch Bestienritten. Alles klar. Schnellschuss. Vergiftet. Gerät in Wut, wenn seine Gesundheit niedrig ist. Das ist widerlich. Boah, da müssen wir aufpassen. Und weg mit dir. Gut, dann haben wir das. Wir brauchen einmal eine grüne Pflanze. Die habe ich schon die ganze Zeit gesucht. Weil wir machen ja auch nebenbei diese Herausforderungen. So, eins von drei. Dann nächstes Ding markieren. Einmal da lang. Wo lang? Nach da oben. Alles klar. So. Man sollte meinen, diese Art würde nicht so schnell in Dunkelheit versinken. So, und weg. Zack. Jetzt können wir natürlich den Karagor reiten, aber ich will nicht so laut sein, deswegen gehen wir zu Fuß. Warte, warte, shit. Keine Schlacht kann ohne Krieger gewonnen. Ich muss den kurz wegsnacken, weil da hinten ist eine goldene Blume. Das ist eine Herausforderung. Echt? Offizier? Hopp. Junge, weg mit dem. Hopp. Hopp. Ist hier irgendwo ein Gegner? Nee, da brauche ich schon mal keine Angst haben, dass mich jemand überfällt. Der Sklavenmeister hat uns beiden Grog versprochen, wenn wir ihm einen Grog für den Grubenkampf besorgen. Echt? Okay, warte. Und weg mit ihm. Wunderschön, lauft Jungs. Wir sind frei! Die brauche ich. Die Herausforderung, oder? Keine goldene? Gut, dann halt nicht. Dann muss ich nochmal suchen, welche Blume das direkt ist. Lauf, Junge, lauf!
So, jetzt wird's gut. Ohren ran. Ohren weg mit dem. Wunderschön. Warte mal, die weiße Blume haben wir noch nicht. Die sammeln wir mit ein. Festung. Ja, nee, da will ich noch nicht rein. Zack. Die Blume haben wir. Und weiter geht's. Leider kann ich nicht automatisch diesen Sprint-Boost machen oder so. Leider geht das nicht. Wo kommt der denn her? Weg mit dir. So. Dann auf zu dem Festmahl. Da ist er. Uruks veranstalten Festmahle, um große Taten zu würdigen und sich mit anderen Uruks in der Kunst des Grog-Trinkens zu messen. Wenn das Festmahl ungestört bleibt, erlangt der Gastgeber Macht. Misch dich ein. Alles klar? Uns den Hunger und Durst stillen. Jawohl, Junge. Zwei Stück, ne? Was war ja nochmal schwach? Hinrichtung, ne? Ne, schleichen. Okay, also sogar von oben runterspringen, One-Shot. Easy, machen wir. Die freuen sich noch. Jawohl. So, wie komme ich an dich ran? Ich muss ja von oben runterspringen. Hopp. Auf mit dir. So, den holen wir uns jetzt ganz leise. Nichts geht über das Gewinsel. Ich hoffe, der geht hier runter. Tötet man die Bleichhäute am besten, wenn man Publikum hat. Na komm, beweg dich. Come on, come on. Jawohl, da sehen wir ihn. Zack, weg mit dem. Lol. What the hell? Nice bug. Wurde lol. Kampfbericht. Ah, so sieht das aus, wenn ich das mache. Alles klar. Einsammeln. Jawohl, schön mitnehmen. Jawohl, clean. Aber richtig clean. Und ich auch nochmal. Zack. Gute kostenlose XP. Das nehme ich gerne mit. Dann, wir wollten nach da unten, weil das sind die wichtigsten. Damit machen wir die Kohle, sodass wir neue Fähigkeiten haben. Ja, den Karagor mitzunehmen wäre doch schon eigentlich nicht schlecht, muss ich sagen. Aber warte mal, sind hier geflügelte Viecher? Da. So, Jagdherausforderung abgeschlossen. Töte 5 geflügelte Untiere. Was kommt jetzt? Töte 3 Karagor. Ja, das ist simpel. Also im Sinne simpel, die sind überall da. In den Käfigen. Und jetzt will ich noch kurz gucken. Ein Lofrond brauchen wir. Aha. So ein Zeichen ist es. Ein halber Kreis. Na gut. Ich versuche mal das Ding zu finden. Wie komme ich da jetzt nach da hin? Gehen wir weiter. Wir müssen leider einmal komplett drumherum. Jawohl, da ist der Tempo-Boost, den wollte ich. Aber jetzt sind wir auf der Seite angelangt. Ja gut, dann müssen wir von hinten spielen. Dann müssen wir zuerst den mitnehmen. Dann von da nach da nochmal doppelt leider. Aber, naja. Kann sich ein bloßer Tag auf den Rücken eines Karagor schwingen? Da muss Elbenmagie dahinter stecken. Elbenmagie. Weg mit dem. Boah, das ist da unten. Boah, ist das widerlich. Aber hier ist der Lofrond. Ich sehe die. Nice, den müssen wir uns holen. Ein paar Bienen freilassen. Ist hier ein Gegner? Nee. Schnell runter. Ruhe. Muss hier leise rein raus. Hä? Der ist doch nicht unten. Oder noch weiter unten.
Vielleicht hier runter? Ja, okay. Ich wollte gerade sagen, man sieht das gar nicht. Rostiges Horn. Dieses Horn verkündete gegen Ende des zweiten Zeitalters den großen Sieg der Streitkräfte des letzten Bündnisses in der Schlacht von Dagorlad. Es blies als Widerstand gegen den Mund des großen Gebieters gegen eine Armee von über 300.000 Orks, Bullshit, und gegen den dunklen Herrscher persönlich, der die gegen die Menschen und Elben versammelten Streitkräfte anführte. Ein deutscher Satz. Sein Ruf verscholl zum Angriff über die Schlachtebene und begleitete die Gefallenen jene unglücklichen Seelen, die dazu verdammt sind, auf ewig die Toten sind, heimzusuchen. Ah, daher kommt das. Da ist es. Sie sagen, der Feind ist an der linken Flanke am schwächsten und dass die Zwerge dort den Feind zermalmen werden. Vielleicht können wir dann endlich diese stinkenden Sümpfe verlassen und nach Hause gehen. Gestern hat der Feind Verhandlungen angeboten. Wir sahen einen Botschafter davonreiten. Ein schreckliches, schwarzes Monster auf einem schwarzen Pferd, der von zwei gewaltigen Menschen mit ebenso schwarzer Rüstung flankiert wurde. Es war ihnen nicht gestattet, in unsere Nähe zu reiten, weil man befürchtete, sie würden unsere Stellungen auskundschaften und sie an ihre widerlichen Herren weiterreichen. Stattdessen wurde eine kleine Gruppe Menschen und Elben ausgesandt, um sich mit ihnen zu treffen. Wir konnten nicht hören, was sie besprachen, aber es wird keinen Frieden geben. Das Gerücht hält sich hartnäckig im Lager. Sie berichteten, dass sich der Mund des Botschafters verdunkelte und Saurons Worte in ihm brannten. Außerdem bereitete es dem Botschafter große Schmerzen. Er hätte wohl nur Versklavung und Folter versprochen. Ich bin geneigt, dem Glauben zu schenken. Ich komme nicht umhin zu glauben, dass wir es nie bis nach Mordor schaffen. Dort erwartet uns nur der Tod. Okay. Auch ein cooles Artefakt. So, jetzt ist nicht schnell weg. Er hätte in den Totensümpfen Geister gesehen. Ich glaubte, er sah nur seine eigene Angst. Die schlaflosen Toten, die Schattenmenschen, die Verstorbenen. Mordor ruft sie alle. Krass. Weiter. So, jetzt müssen wir da rüber. Dann jumpen wir hier hoch. Und hoch. Jawohl. Shit, jetzt müssen wir aber fliegen, du. Kacke. Nein, das ist nicht so. Ja gut, dann nutzen wir das. Tempo Boost und hoch. Fuck it. So geht's natürlich auch. Ey, wie schlägt er da? Der arme Sklave, ey. Der hat doch nichts gemacht. Gut. Jawoll. Nani hier, Gelaia Mordor. Gut, hier haben wir alles. 1 von 1. Aber wir brauchen immer noch die Pflanze. Wo ist die Pflanze? Das ist jetzt die Frage. Die muss ja genau unter der Brücke da sein. Scheiße. Ja, da. Okay, wir warten, bis der Typ wieder ankommt. Wir müssen sicherstellen, dass unsere Waffenlager geschützt sind. Die einzigen, die unsere Waffen... Komm her. Zack. So, können wir näher ran? Ja, aber schnell. Jawohl. So, Laufband haben wir bekommen. Jetzt brauchen wir nur noch grüne, aber wir gehen natürlich erstmal dahin. Ey, Laufband. Ey, grüne, mein Gott, voll durcheinander gekommen gerade. Wir müssen auf die Brücke rauf. Schwarzen Hauptmann. Aha. Zack. Sehr schön. Stück für Stück kommt man dahin. So. Und jetzt machen wir die doppelte Herausforderung. Dafür gibt es ordentlich Kohle. Und dann können wir schon was Neues freikaufen. Das gefällt mir schon mal. Oh, lol. Und runter. So. Das Lustige ist, es fühlt sich sogar an, schneller zu schleichen als zu rennen. Von der Animation her, meine ich. Aber gut. So. Erste Herausforderung. Bereinigung der Himmel?
Heißt es nicht des Himmels? Egal. Seine Gegner verdunkelten den Himmel mit ihren Bolzen. Geschwind eliminierte er ihre Schützen aus dem Weg für seine Armee. Easy. Hoffentlich. Bitte nicht so eine richtig eklige Variante. Zusätzlich töte 5 Uruks mit einem Vorsprungtötung. Oh. Haben wir überhaupt die Fähigkeit? Lass mich mal kurz nachgucken. Vorsprungtötung. Terrorisieren, Schulterstoß, Angriff von oben. Guck mal kurz, ob wir sowas haben. Schattenangriff, nee, Brandpfeile. Okay, sollte von alleine gehen. Also man kann nicht von oben runterspringen, aber man kann von unten nach oben anscheinend. Na gut. Ja, nehmen wir mal Gesundheit mit. So, dann versuchen wir das mal. Geht's nicht um die Schnelligkeit? Wir haben keinen Zeitdruck. So. Komm mal ran. Warte, ich rieche etwas. Ja? Ja. Die Animation kriegt man einfach so. Okay, interessant. Und das sollen wir noch 5-mal so machen. Komm hier, okay. Dauert jetzt ein bisschen, aber in aller Ruhe kommen wir schon hin. Oh. Jetzt nochmal den herholen, da haben wir schon mal 3 von 5. Schleicht da jemand umher? So, simpel. Gut, dann die nächsten. Wie kommen wir aber zu dem am besten? Jawohl. Oh, bitte, ich wollte gerade sagen, spring weit, ist nicht so billig. Sehr schön, Fähigkeitspunkt. Machen wir direkt auch hier drin, ne? Was nehmen wir hier? Gekonterte Gegner stolpern mehr nach hinten. Also länger, genau. Aber das ist wichtiger. Du bist immun gegen Schaden durch Feuer. Aha, okay. Wenn ich das mache, muss ich keine Angst haben, mich selber zu töten. Sehr schön. Nehme ich das hier, weil einmal habe ich schon geschossen und das ging nicht. Das war echt schade. Aber jetzt haben wir das, ja. Da, ja gut, dann halt so. Geht schneller, ne? Gut, wo müssen wir hin? Da hinten gibt es auch noch einen. Ah, shit. Ja, außen oben ist besser. Jawohl. Und durch. Sehr gut. Hier ist ein kostenloser Kill. Das ist gut für uns. Weil der ist komplett alleine. In vielen Jahren werden wir Teil der Legenden sein. Denn wir sind der Beginn eines neuen Zeitalters der Uruk. Oh. Bumm. Und weg. Sehr schön. Gut, jetzt brauchen wir noch 5 Kills allgemein. Einen noch mit diesem Vorsprung. Danach können wir sogar ein bisschen schneller spielen. Aber hier ist schon wieder nichts, ne? Sind die respawned da hinten? Boah, das wäre richtig gut sogar eigentlich für mich. Weil da drinnen ist halt mehr los. Ist auch gefährlicher, hier voranzuschreiten. Gut. Ja, anscheinend sind die respawned. Not bad. Das ist eine gute Idee für die Taktik. Wenn man einfach ganz safe spielen will, easy. Warum nicht? Nehme ich gerne an. Ich gehe nicht auf Risiko. So, komm mal her, bitte. Was war das für ein Geräusch? Im Kampf hat er sich die auch verdient. Wenn er Häuptling wird, dann werde ich hoffentlich Opfer sein. Zack. So, jetzt können wir for free töten. Ohne Angst zu haben. So, wir gehen von oben. Komm, 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 komm. Jawohl, jawohl. Wir werden bereit sein. Kuga ist doch bam. Und hoch da. Gut, dann fehlt noch einer. Komplett einmal rum. Zack, wunderschön. Als wenn er das gehört hat. Gut, 2 Kills noch. Wir könnten noch mal den Trick machen mit hin und her gehen oder wir gehen da rein. Noch nie habe ich eine Höhle
betreten, ohne angegriffen zu werden. Ja, machen wir den Trick nochmal. Ist simpler. Nicht, dass jetzt der Alarm angeht, das war alles umsonst. Also, jump. Und zweites Mal. Oder vielleicht, wenn wir weit genug weg sind. Genau, guck mal, die respawnen jetzt schon. Oh mein Gott. Hätte ich da einfach nur vorher auf die Karte geguckt. Ist das easy. Holy shit. Ein bisschen busted, muss ich sagen. Aber gut. Ich glaube da nicht, dass da jemand war. Zurück an die Arme. Echt nicht? Komm her. Habt ihr das gehört? Nee. So, Stück für Stück. Und hopp. So, der letzte noch. So, wir gehen da rauf. Dann geht es natürlich schneller als zu krabbeln. Jawohl. Bumm. Zack. Wunderschön. Okay, zusätzliche Ziele bringen nur 50 Mirian, was nicht so viel ist. Also ist eigentlich nur wichtig, Hauptsache zu schaffen. Aber wenn es leicht erreichbar ist, einfach mitnehmen. So, jetzt haben wir noch die Kampfmission. Das war jetzt Schleichen. Dann wollen wir mal mitnehmen. Er fiel in das Lager seiner Feinde ein und machte sich an den Rekruten des dunklen Herrschers zu schaffen. An diesem Tag meisterten die Rekruten lediglich ihren eigenen Tod. Ja, easy. Rechte Uruks mit einem Nahkampfangriff hin, also mit F oder was? Betrete das Übungsgelände. Oh. Was nun? Vielleicht soll ich schon vorher kämpfen. Nein, brauchst nicht. Stehen bleiben. Widerlich. Was ich hasse ist. Ja. Boah. Na komm her. Shit, ich wollte gerade jemanden hinrichten. Unglücklich. Kann ich das selber kaputt machen oder so? Nee. Kann ich das so kaputt machen? Auch nicht. Traurig. Aber gut, jetzt haben wir schon mal einen Plus genommen. Easy. Weg mit denen. Komm her, Jungs. Jawohl. Stück für Stück. Jawohl. Und weg mit denen. So, 5 Stück müssen wir hinkriegen. Jawohl. Schöner Block. Und noch ein Block. Jawohl, gleich haben wir wieder den frei. Da ist er. Zack. Jawohl, noch einmal. Zack. Oh mein Gott, muss ich doppelt blocken mit dem Geist? Lol, cool. Okay, das wusste ich gar nicht. Nice. Boah, schön ins Herz. Weg mit dir. Nein, piss dich. Jawohl. Doch, kann ich. Das mache ich ja gerade. Ah, der ist tot. Zack, so können wir die Kombo am schnellsten füllen. Oh, du Arsch. Dann halt nochmal. Boah, das ist ja voll overpowered, ey. Wenn er bis zum Ende nicht durchmacht, kannst du die immer neu machen. Broken. Ja, easy. Das haben wir geschafft. Gut, und weg hier. Nee, nee, hat sich nicht bewegt. Alles gut. Gut. Jetzt bin ich zufrieden. Haben wir irgendwas Neues freigeschaltet? Hier leider nicht, aber wir haben genug Kohle. Jetzt können wir uns mehr Pfeile kaufen oder den Fokus. Boah, was brauchen wir mehr? Nehmen wir mal den Fokus. Wenn wir länger Slow-Mo haben. Das ist mal wichtiger. So, Waffen und Runen. Was haben wir hier freigeschaltet? Eine billige Rune. Jo, sehr billig. Verkaufen. Zack. Weg damit. Gut. Dann wollen wir mal auf die Karte.
Ich habe ja gesagt, eigentlich wollten wir noch nach da unten, aber ich glaube, ich lasse das für später, weil dann können wir sogar zu der Mission, wenn sie freigeschaltet ist, besser von hier starten und einmal nach da unten gehen. Wir machen jetzt einfach mal einen Teleport, ich glaube, nach hier oben. Genau. Gehen wir nach hier oben und dann gehen wir hier hoch. Genau. Klingt am besten. Alter, wie schnell das Spiel lädt. Holy shit, im Vergleich zu anderen. Not bad. Was ist das da unten? Ein Grauk. Oh, nee, nee, nee. Da bin ich noch nicht bereit dafür. Was ich brauche, ist erstmal die grüne Pflanze da vorne. Ich muss die Mission fertig kriegen. Oder eher gesagt, die Überlebensherausforderung. Weg mit dem. Hör nicht auf zu kämpfen, Waldläufer. Aha, aha. So, nehmen wir das mit. Jetzt fehlt noch ein grünes Kraut. Und wir sind ready. Das war ja da vorne. Scheißspinnen. Und hopp. Wunderschön. Hey, abschneiden. Nein, keine Leertaste. So, fertig. Ich frage mich, wie viele es davon gibt, von diesen Überlebensherausforderungen. Unendlich oder nur 5 Stufen, 10 Stufen? Rot und blau. Oh, da hast du jetzt aber eine Herausforderung gegeben, du. Gegner haben wir keine in der Nähe. Nö. So, und jetzt ist das falsch markiert, denn ich will eigentlich zu dem hier. Ganz genau. Gut, ist die ein Gegner? Ne, nur normale. Okay. Dann gehen wir rein. Aktivieren das und dann... Wir wollen fliehen. Habt ihr das gehört? Ruhe. Lass die Sklaven dann kommen. Sehr schön. Freiheit. Die Mithril-Klinge. Boah, da bin ich gespannt. Wie ein silberner Blitz schlug er in die Reihen des dunklen Herrschers ein. Ein jeder Gegner war bereits tot, bevor er die Bedrohung auch nur erahnte. Okay, jetzt bin ich gespannt. Halte L. Ja, ja, okay, das ist klar. Eliminiere Sklaventreiber von 3 Minuten. Durch Schleichtötung. Lass dich nicht entdecken. Oh. Ich muss alle 10 töten, ohne entdeckt zu werden. Ich warte schon ewig auf neue Waffen. Mehr. Habt ihr das gehört? Weg mit dem. Noch 9. Danke. Alles gut. Okay. Jetzt müssen wir gucken, wie töten wir die am besten. Oh, bitte nicht. Jawohl, sehr schön. Vielen Dank, Waldläufer. Der pisst die hin. Reicht mit Pissen. Hab ich denn gerade etwas gehört? Ja, 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 hast du. Boah, der hat sich nicht mal die Hände gewaschen. So, weg mit dem. Dann, wie gehen wir weiter vor? Bewegt sich einer von denen? Da sehe ich erstmal nichts. Aber der guckt auf mich herab. Das ist nicht gut. Wie machen wir das jetzt? Rechts rum oder in der Mitte? Aber wir haben Zeitmangel. Oh, Zeitmangel. Zeitdrang. Ich brauche etwas, das ich jagen kann. Schnauze. Boah, jetzt müssen wir uns echt beeilen. Jetzt heißt es töten, nicht nachdenken. Also wirklich, volle Pulle. Hör nicht auf zu kämpfen, Waldläufer. Alles gut, werde ich nicht. Ich beeile mich gerade nur wie die Sau. So, das war rot und blau, nicht grün. Brauche ich also nicht. Wie lange sind wir schon hier draußen? So, Glück, dass wir so weit entfernt sind. Der pisst auch. Weg. Oh, okay, ich muss nicht alle töten, das war ja nur die Anzahl. Mein Gott, Glück gehabt. So, jetzt wenn wir schon hier sind, müssen wir aufpassen. Ich habe das Gefühl,
Hier ist jemand. Nee. Aber wir sind schon hier, wo wir sein wollten. Perfekt, dann nehmen wir das hier mit, bevor wir das und das mitnehmen. Genau. Weil es hier nicht so weit auseinander. So, einmal hier hoch. So, ich muss nach da unten. Nice. Der Sound ist ein bisschen so buggy, wenn man sowas aufhebt. Mörser und Stößel. Mörser, klingt lustig, ey. Dieses Artefakt ist ein außergewöhnlicher Fund und datiert vielleicht bis ins zweite Zeitalter zum großen numenorischen Einfall zurück, in dem der dunkle Herrscher Sauron sich absichtlich in Gefangenschaft begab. Es wurde wahrscheinlich vom Heilern dazu verwendet, Wurzeln und Kräuter für die Herstellung von Umschlägen und Salben zu zerreiben, die notwendig waren, um eine Armee relativ gesund und munter zu halten. Cool. So, wo ist das? Da oben. Die ersten Boten sind im Lager eingetroffen. Sie berichten von nur wenigen Verlusten. Wir haben den gegen uns marschierenden Streitkräften von Mordor einen herben Schlag versetzt. Hoffentlich ist das nicht bloß Geschwätz. Hegadorn, habt ihr Neuigkeiten? Sie sagen, wir hätten einen monumentalen Sieg errungen. Du wirst dein geriebenes Königskraut nicht brauchen, mein Freund. Nur wenige von uns wurden heute verletzt. Und es gibt noch mehr Grund zur Freude. Sie sagen, der goldene König hat einen besonderen Preis mitgebracht. Sauron höchst selbst in schwere Ketten gelegt. Oh, okay. Interessant. Da kann ich mich nur an die eine Szene erinnern. Ob das der eine König war, der zum Nazgul wurde? Mein halbes Leben habe ich an der Grenze Mordors verbracht und hielt das Land für tot. Ich ahnte nie, welche Geheimnisse es bewahrt. Das Land der Schatten erwacht aus seinem Tod. Ja, shit, hat es abgebrochen. Aber zur Not, ich könnte ja zurückspulen und einmal nachgucken im Untertitel. Weil leider musste ich angreifen, weil ich wollte wegrennen von den anderen, damit das da nicht abbricht. Weg mit dir. Wunderschön. Und weg mit dir. So. Das haben wir geschafft. Jetzt holen wir uns das nächste Artefakt. Grün brauchen wir nicht mehr. Wir brauchen Rot und Blau. Wenn ich hier fertig bin, gehe ich auf die Jagd. Ich bin wohl nur eingebildet. Hab schon seit einer Weile keine gute Jagd mehr gehabt. Fuck. So, da müssen wir da hinten hin. Na komm. Unten oder oben? Unten. So, nehmen wir mit. Eisenfesseln. Dies sind Gefangenenketten, Fußfesseln, um genau zu sein. Sie datieren zurück ins zweite Zeitalter und wurden wahrscheinlich von gondorischen Gefangenen getragen. Männer und Frauen, die in ihrer Knechtschaft die Türme der Zähne errichteten, die das Morannon flankieren. Morannon? Achso. Diese Gefangenen warfen später ihre Fesseln ab und begannen ein neues Leben als Ausgestoßene in Udun. Einige behielten ihre Fesseln als Erinnerung an ihr Leid. Oh, okay. Ah, da oben. Na schön, ihr Würmer. Willkommen am Schwarzen Tor. Ihr werdet die Wachtürme für uns bauen. Harte Arbeit wird auch belohnt. Herr, meint ihr damit, dass harte Arbeit mit Strafmilderung belohnt wird? Ihr seid allesamt Verräter, Mörder und Diebe. Wenn ich sage, dass ihr belohnt werdet, dann heißt das nur, ihr werdet den Karagor nicht zum Fraß vorgeworfen. Boah, nice. Gute Belohnung. Da haben wir richtig Bock, Gas zu geben. So, und damit das einfach fertig ist, machen wir nochmal so und dann gehen wir dahin. Wobei, ne, ich kann noch teleporten. Ah, ne, gehen wir hin. Weil vielleicht wird uns die Mission davor mal weg von hier und dann haben wir Arschkarte. Sie sind nicht bereit zu sterben. Alles Lebendige muss sterben. Nur der Mensch sorgt sich um das, was nach dem Tod geschieht. Geh nicht zu nah an den Rand, während du da. So, dann kommen wir da gleich an. Warte, wieso läuft er so komisch? Ich dachte schon, das wäre ein roter. Da oben ist ein roter oder unten? Ne, unten, hier. So, einen roten haben wir schon mal. Sehr schön. Das hat sich schon mal belohnt. Da hinten ist noch ein roter. Nehmen wir mit. Geil. Dann noch ein zwei blaue und das war's dann. Gut. Wunderschön.
3 Karagor müssen wir noch töten. Ne, wir müssen nach unten. Kommen wir hier durch? Hammergeil. Ah, da ist es. Hinschrift fast fertig. Gut, und dann nochmal den markieren hier. Und dann haben wir alles in dem Bereich. Das Bild wird klarer. Oh, da kann ich das raus. Zeigt, was sich zugetragen hat und was kommen mag, wenn wir über die schwarze Hand siegen sollten. Wenn ich fertig bin, bleibt nichts außer Blut und Gedärmen übrig. Alter, wie weit man hört mit der Geisterversion. Oder Geistermodus. Oh, da kann ich Informationen bergen. Nehmen wir mit. Ja, Ruhe da. So, das ist ein neuer. Interessant. Kämpft jemand gegen jemand anderen? Nö. Dann nehmen wir den neuen mit. Hauptmann, nicht mal alt gedient. Fühlt sich stark, wenn er seine Gegner demütigt. Der ist da ganz in dem grünen Bereich. Kann durch Schleichen getötet werden sofort. Gerät in Panik vom Karagor. Verweigert unwürdigen Opfern den Todesstoß. Oh, eklig. Das ist, wenn man nicht mit F tötet, sondern nochmal schlägt und hat keine Gesundheit mehr. Oder doch bei F? Oh, das müssen wir noch rausfinden. Oh, können wir den Bogen nicht schneller ziehen? Junge, Junge, dauert das 10 Jahre. Ich sehe nichts. Danke. Nur noch ein paar Schritte. Da oben. Ah, den gönnen wir uns. Und nochmal. Hammergeil, einfach doppelt gemoppelt. Noch ein neuer. Oh shit. So, wer ist das denn? Uga Kuga, der Braune. Oh, der hat sehr viele Schwächen. Sofort getötet werden, kann sofort gegriffen werden, kann sofort getötet werden. Also das Einzige, was noch fehlt, ist noch Bogen, sofort getötet werden. Aber er hat 2 Wut. Also die sind richtig stark. Danach kann nichts mit ihm passieren in dem Moment. Wenn Wut ist richtig stark, weil dann ist, glaube ich, sogar das nicht möglich. Glaube ich, in dem Moment. Schnelle Läufer. Na gut. So, da haben wir das geschafft. Kurz einmal den snacken. Wunderschön. Und weiter geht's. Boah, da wird das nice sein, wenn wir alle Artefakte haben. Ich hoffe, dafür gibt's eine Belohnung. Außer halt XP. Dietrich, cool. Diese einfache Metall... Denkchen ist der beste Freund jedes Einbrechers. Der Dietrich ist klein und lässt sich leicht verstecken. Er kann mühelos in der Handfläche oder selbst unter der Zunge verborgen werden. In der Hand eines geschickten Diebes kann er dazu benutzt werden, schnell und leise die meisten Schlösser nicht magischen Ursprungs zu knacken. Ja, das stimmt. Herr, die Lage ist äußerst verworren. Was ist daran verworren? Ich sehe Gefangene entkommen und zum Tor rennen, das entweder durch Hexerei oder Sabotage aufgerissen wurde. Bogenschützen, Feuer einstellen! Herr? Wir verschwenden nur wertvolle Pfeile für diese Menschen. Sie haben ihren Zweck erfüllt. Sie sind verdammt und interessieren mich nicht mehr. Mordor kann sich das ganze Pack später holen. Schick meinen Dank an den Hauptmann des Tores. Ich schätze, er hat mir die Schlüssel als eine Art Scherz geschickt. Lol. Fuck. Gut, jetzt bin ich zufrieden. Jetzt kommen wir zu der Mission. Der Sklaventreiber. Dann wollen wir mal. Ich hoffe, das gibt auch eine neue Fähigkeit freigeschaltet. Der Ort, an dem wir sein möchten, ist der Ort, an dem wir zu bleiben verdammt sind. Die Ausgestoßenen flüchteten aus Gondor dorthin. Wenn wir ihn nicht aufhalten, wird der dunkle Herrscher seine Armeen hier versammeln wie Steine auf einem Spielbrett. So, dann sind wir gleich da. Sehr gut. Dann würde ich sagen, passt es sogar als Abschluss. Gut, ein Sklaventreiber der Uruks hält einen Gefangenen, der Informationen über die Schwarze Hand besitzt. Eliminiere den Sklaventreiber, befreie den Gefangenen und finde heraus, was er weiß. Okay. Boah. Nun, das sieht nicht gut aus. Verstehst du nicht? Der Gefangene hat für Ablenkung gesorgt.
Ich wollte gerade sagen, der ist so offen weggelaufen. Ich glaube, niemand, der wirklich um sein Leben fliehen will, macht das so dumm. Mit deinem menschlichen Auge? Ich sehe mehr als jeder Sterbliche. Bam, Junge. Dann ist er. Töte den Hauptmann der Orks. Schlag der Schlange den Kopf ab und der Rest ihres Körpers verkümmert. Schützen. Ich muss ihre wachenden Augen schließen. Trainiere die Schützen vor der Gimup eingreift. Jawohl. Ich hab den Sklaven um Gnade winseln hören. Der hat um sein Leben gefleht. Bam, Genickbruch. Zum nächsten. Warte, Ruhe. So. Dann fehlen nur noch zwei Schützen. Die sind auf der anderen Seite. Das ist jetzt schlecht, ey. Ich habe tausende. Noch einer ist hier nicht, ne? Nee. Der letzte Angriff war nicht schlimmer. Jeder Sklave, der die Flucht macht, kann das sterben. Glaubt nicht, dass ihr entkommen könnt. Ich selbst werde euch strafen. Shit, er hat eine Info eigentlich. Ihr dachtet wohl, ihr werdet schnell genug. Kein schwächlicher Mensch kann einem Guru gehen. Zack, Junge. Bam, Junge. Instant Half-Life. Oh, Leute. Der wirft mich. Das wird nicht funktionieren. Menschenabschaum. Eine Schande, dass ich dich töten muss. Du wärst ein guter Sklave. So geil, immer diese Lines. So. Zack. Erstmal die Billigen weg. Weg mit dir. Jawohl. Ich versuche immer die. Oh, nice Wurf. Oh, das war cool. Das war richtig nice. Weg mit dir. Ey, ich brauche den Konter. Weg mit dir. Weg mit dir auch. Zack, der nächste. Ah, ey, man braucht zu lange zum Abschließen, ey. Jetzt können wir mit dem abschließen. So. Verhören. Oh, der verliert auch Leben, wenn man verhört. Nice. Jetzt nehmen wir mal einen... Ah, wen nehmen wir denn? Nehmen wir mal den hier hin. Lol. Was ist das denn? O-Talk. Ortok, Nachtbringer. Enttäuscht, weil es immer enden muss, wenn es am schönsten ist. Kann verwundet werden, also dasselbe wie der hier. Gerät in Wut beim Anblick von Ghoulen. Block versucht auf ihn zu springen. Ergreift seinen Gegner an der Kehle. Kehlengriff, Alter. Waffe verursacht tiefe Wunden, die eine Zeit lang bluten. Kann Feinde wittern, die sich in der Nähe verstecken. Oh, das ist widerlich. Du kannst das nicht schleichen, weil er dann langsam bemerkt. Bam, Junge. Oh, golden, golden, oh mein Gott. Tote Hauptmänner lassen Runen fallen, die deinen Waffen Boni verleihen. Drücke Eingabe, um deine Waffe anzusehen. Du kannst deine Waffe mit Runen ausrüsten. Wähle deine Waffe mit 1 und 2 aus. Rüste Runen mit Leertasten in Bedingungen aus. Leertasten, okay. Die Tötung eines Hauptmanns oder Häuptlings stellt Fokus und Gesundheit vollständig wieder. Oh, das ist richtig strong. Später, wenn es schwerer wird und man richtig low ist manchmal. Alter, eintöten, instant full und auch Fokus wieder da. Das ist richtig broken. Holy shit. Also ich glaube, da würde ich sogar das hier wegmachen mit Terrorisieren. Ach warte, das ist doch Dings hier, ne? Schleichen. Genau, aber das ist ein Passive-Effekt. Oh, das ist busted. Warte, dann machen wir das eine weg. Wo ist Terrorisieren? Genau, das hier. Weg damit. Heftig. Runenstufe. Die Power oder EP-Macht eines Hauptmanns entscheidet über die Stufe der Rune, die er fallen lässt. Wenn du einen Hauptmann tötest, indem du eine Anfälligkeit ausnutzt, wirst du stets eine bestimmte Art von Rune erhalten. Ah, okay, so kann man bestimmen. Wenn er so eine Schwäche gegen Schleichen hat, kriegt man immer Dolch. Wenn man mit Fernkampf tötet, kriegt man Bogen. Wenn man mit Nahkampf tötet, ist das Schwert. Und wenn man es nicht tut, ist es zufällig oder wahrscheinlich einfach trotzdem wahrscheinlich halt das, was man gemacht hat. Gut zu wissen. So kann man also farmen, wenn man was Bestimmtes braucht.
cool. Wer ist das denn? Ach, der von davor. Du bist also vor 10 Jahren nicht gestorben. Wer ist das denn? Du bist wohl kaum hier, um mich für Hochverrat zu verhaften. Hauptmann. Wir sind die letzten Überbleibsel der Garnison, Hirgon. Ah, okay. Dein Name ist mir schon. Warum bist du dann hier? Ich suche einen Sklaven, der die schwarze Hand Saurons bekämpft hat. Du meinst wohl vor ihm davongerannt. Du kennst diesen Mann? Oh ja. Du stehst vor ihm. Lol, nice. Wo sind die Diener des dunklen Herrschers? Weißt du es überhaupt? Vielleicht. Wir haben keine Zeit für Geheimnisse. Ich sitze seit Wochen hier fest. Ruhig, Blut. Komm mit mir in unser Lager. Und ich frage meine Späher. Ich werde da sein. Na, alles klar. Ein bisschen Information haben wir bekommen. Oh, Gollum! Yo. Davon habe ich auch schon ein Thumbnail gesehen, genau da. Es ist bloß ein Ork. Ein Ork. Es ist jemand, der gesehen werden will. Wir sollten vorsichtig sein. Genau. Zack, Junge, wunderschön. Fähigkeitspunkte erhalten. Ja, das nehme ich mit. Oh, das ist ein Eintrag. Die Ausgestoßene von Udun. Genau, jetzt sind wir hier drin. Aber das gucken wir später an. Verbesserung. 2 Fähigkeitspunkte. Holy shit. Zack, den besseren Konter. Gut. Ja, denn der Rest, das was gelb ist, kriegt man durch Story frei. Und den Rest müssen wir halt schneller mit Macht freischalten. Dann können wir erst die 2. Stufe benutzen. Und es wird immer mehr. Holy shit. 670. Oh, jetzt wird's viel. Natürlich Rundsatz. Komm, nehmen wir mit. Scheiß drauf. Und genau. Zurück. Waffen und Runen. Jawoll. So, Prestige 4 freigeschaltet, gefühlt. Dann, was nehmen wir hier? Eine zusätzliche letzte Chance, also überleben oder Nahkampfschaden um 50 verringern. Ja, dann nehme ich, glaube ich, letzte Chance. Aber das ist bis jetzt noch nicht passiert. Weniger Schaden kriegen ist aber auch nicht schlecht. Aber ich gehe erstmal auf letzte Chance. Vielleicht wird auf einmal irgendwann passieren und ich habe zum Glück mitgenommen. Gut, Bogen haben wir noch nicht. Ich hoffe, wir finden bald was. Also was Gutes, nicht die billigen. Und dann würde ich sagen, haben wir das soweit? Genau. Hier ist die nächste Mission. Was ist das denn? Der Verfolger. Ah, Gollum-Mission. Cool. Ja, das können wir eigentlich theoretisch im nächsten Part machen, oder? Weil wir haben keine andere goldene Mission, oder? Nee. Da geht die Story weiter. Okay, interessant. Aber vielleicht mache ich ein bisschen... Machen wir ja gesagt im nächsten Part kurz hier. Bevor wir dann nach oben wieder... Aber wenn wir in der Nähe sind, machen wir zuerst Gollum. Ja, ich glaube, wir machen zuerst Gollum und dann gehen wir runter. Macht mehr Sinn am meisten. Genau. So machen wir es im nächsten Part. Also würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Und natürlich, bis zum nächsten Mal.